So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ich habe letztens ein Paket ausgepackt von der Bierschanga. Die hat das so Butter Chicken Hot mit reingemacht, als Gericht selber gemacht. Das war sehr köstlich, das habe ich mir dann aber verfeinert mit der Maddox Soße und gleichzeitig hat sie auch noch eine komplette Flasche selbstgemachte Chili-Soße mit reingepackt. Hier steht drauf: Mango Chili Soße / Dip à la Bierschanga Style. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die musste nämlich in den Kühlschrank. Das Video habe ich also kurz nach dem Paket öffnen gedreht, getestet. Wenn ihr das seht, weiß ich gerade nicht. Die wollen wir heute antreten lassen, diese selbstgemachte Mango Chili Soße gegen die Mad Dog. Wir haben natürlich aber auch wieder die Vicious Viper am Start. Wir haben auch noch andere Sorten. Ich habe jetzt diese Jalapeno-Soße raus, weil die so mild war. Würde anfangen mit Tabasco, der guten Chili Hot. Und dieser, die wir auch letztens getestet haben, die Sriracha-Sauce mit grünen Chilis und Hanf. Die fand ich ja alle nicht so krass. Ich versuche, diese selbstgemachte jetzt dazwischen einzuordnen. Und dann Vicious Viper Mad Dog. Mal gucken, ob ich richtig liege oder ob die sogar noch schärfer ist oder ob die noch milder ist. Wir werden das Ganze wieder mit Nuggets testen. Deswegen habe ich gerade meinen ganzen Pfand abgegeben, fast 10 Euro, und habe mir eine Packung für 1,79 Nuggets geholt. Die werde ich jetzt warm machen und dann testen wir die Super Mango Chili Soße à la Bierschanga Style. Hoppa! Adi, Schatz! Ess ruhig weiter. Alles gut. So, die Nuggets sind jetzt natürlich fertig. Wie immer, das halt mal nochmal in die Kamera, dass ihr das seht. Die selbstgemachte Chili-Soße von The Bierschanga. Sieht wie immer richtig dumm aus, dieses Thumbnail, aber wir testen uns jetzt langsam ran. Ich kann die ja mal aufmachen. Ich mache die erstmal auf. Ich mache die trotzdem jetzt erstmal auf und riech mal dran, ob ich irgendwas rieche. Wie gut die riecht. Habt ihr das gehört? Ich rieche auf jeden Fall nichts. Aber finde den Verschluss oben cool. Ist das eine Baileys Flasche oder sonst was? Ne, ist das eine Olivenölflasche? Das hat auf jeden Fall einen super genialen Stück, wo man das schön portionieren kann, sage ich mal dazu. Wir fangen an wieder mit dem normalen Tabasco. Einfach so zum Reinkommen, einfach so zum Spaß haben, einfach so ein bisschen Geschmack zu haben. Ganz normales Tabasco. So. Bis 4,27 haltbar. Das lebt länger als ich. Das ist richtig krass. Wie immer, schmeckt gut. Ist für mich jetzt nicht sonderlich scharf. Finde ich eher gut. Mache ich mir immer auf Pizza und sonst was. Aber gesehen, bei Amazon gibt es so ein Probierset mit 5 oder 6 verschiedenen Tabasco-Sorten, wo eben auch hier Ghost Pepper, Tabasco, irgendwas dabei ist. Das würde mich interessieren. Gibt es momentan leider nicht zu bestellen, ist überall vergriffen. Muss ich mal gucken, ob das mal wieder reinkommt. Ich habe das immer in meine Wunschliste reingepackt. Wollte es letztens selber bestellen, weil ich dachte, ich will das unbedingt haben. Und dann stand einfach dort nicht verfügbar. Da war ich sehr traurig. Jetzt haben wir hier diese gute Bamboo Garden Chili Sauce Hot. Haben wir ja beim letzten Mal auch eingeschätzt, dass sie richtig gut schmeckt wie Ketchup. Nur mit einer Chili-Note dabei. Das geht eigentlich in diesen Samba Oleg Geschmack rein, in diese Richtung. Nur ohne dieses extrem salzige und ohne dieses extrem essigartige. Es hat einen Samba Oleg Geschmack, aber in gut. Weil manche Samba Oleg schmecken einfach so komisch, die kannst du gar nicht wirklich einordnen. Ist auf jeden Fall richtig lecker. Danke dafür, für den, der mir die geschickt hat. Und die werde ich mir unbedingt nochmal holen. Gibt es auch bestimmt überall im Rewe. Die grüne Sriracha Chili Soße, grüne Chilis und Hanf hier mit reingearbeitet. Die habe ich ungefähr auch so geschätzt. Nur ist sie ziemlich muffig durch dieses kräuterliche Hanfzeug. Kommt geschmacklich einfach nicht an diese Bamboo Garden Chili Soße ran.
erwartet jetzt nicht hier übelste Schärfe, aber einen so genialen, guten Geschmack. Ich muss es nochmal sagen. Bevor wir zu Viper Vicious und der Maddox kommen, haben wir jetzt also die Mango Chili. Was für Chilis sind da drin? Wie scharf wird die sein? Wie scharf ist die? Schmeckt man eine süßliche Mangonote raus? Ich bin gespannt. Ich rieche nochmal dran. Es riecht einfach nur irgendwie muffig, ich weiß nicht. Deswegen schenke ich mir lieber jetzt mal hier was ein. So, komm mal her. Einen kleinen Dip erstmal. Irgendwie geht jetzt gar nichts mehr raus. Das war noch von dem anderen. So ein kleiner Dip Soße. Oh, nicht husten, die Naht reißt auf. Junge, probieren, so. Ich merke was Süßliches. Von Chili habe ich jetzt leider gar nichts geschmeckt. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr drauf machen. Nicht, dass das hier gleich alles schwimmt. Komm jetzt raus hier, so. Wir haben mal ein größeres Häufchen gemacht. Ich merke keine Chili, ich merke keine Chili. Ich weiß nicht warum. Das heißt, vielleicht ist die so mild, dass sie weniger hat als die grüne, weniger als die Bamboo Garden, weniger als Tabasco und deswegen extrem mild, aber gleichzeitig extrem lecker, denn die hat eine super Konsistenz. Diese süßliche Note vom Geschmack, die hat auch einen richtig genialen Geschmack. Ich glaube, wir müssen die mal kurz so testen auf dem Löffel. So, Löffel ist am Start. Wir hauen uns jetzt mal hier einen Löffel drauf, um nochmal zu gucken, was die hier für einen Zauber hat. Das ist ein Löffel. So einen Löffel Maddox habe ich damals gegessen. Danach hatte ich solche Magenprobleme, Magenschmerzen. Ich habe mich gekrümmt. Das war zum Kotzen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Bei der habe ich jetzt kein Bedenken. Einen ganzen Löffel davon. Schmeckt immer noch nicht wie eine Chili-Soße, das schmeckt mir eher wie eine Tomatensoße. Eine schön fruchtige Tomatensoße, wie wenn es in der Schulküche, in der Kantine, wenn sie immer Tomaten, Nudeln und Tomatensoße hatten, haben die euch immer draufgeklatscht, hin und her. Oder bei der Oma zu Hause, wenn die immer auch so ganz zarte Zwiebelstückchen, Zwiebelhäute da rein hat, damit ein bisschen Schärfe bei der Tomatensoße drin ist. Aber gleichzeitig das Fruchtig-Tomatige überwogen hat. So schmeckt die, so kommen die mir gerade vor. Geschmacklich also richtig gut, richtig Bombe, kann ich mir wunderbar vorstellen auf irgendwelchen Nudeln. Mach dir ein Paket Spaghetti, hau dir die Soße drüber, ess das so, genial. Hol dir einen Döner, hau das auf den Döner drauf oder so, richtig genial. Döner kann ich gerade nicht essen, deswegen muss ich so probieren. Also wenn du magst, Bierschanger, dann schreib uns mal die Zusammensetzung deiner Chili-Soße in die Kommentare, was du da so rangehauen hast. Wirkt auf mich eher wie ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zwiebelschärfe vielleicht, aber eine Chili-Schärfe kann ich jetzt wirklich nicht rausschmecken. Wie eine super geniale Tomatensoße mit Mango auch dabei. Wir haben aber immer noch die Vicious Viper und die Mad Dog. Obwohl, müssen wir die eigentlich jetzt noch machen? Eigentlich nicht. Das Video sollte sich um Biancas Soße drehen. Zur Vollständigkeit hauen wir uns trotzdem noch kurz hier einmal Vicious Viper rein. Vicious Viper mit der Schlange. Und schon fängt die Zunge an zu bitzeln. Das legt sich direkt nieder. Und jetzt der Böse am Ende. Die Maddox 357 mit einem kleinen Punkt. Nicht übertreiben. Schmeckt jetzt wieder nach Weihnachten.
Das war ein ziemlich großer Punkt. Und dann kommt das alles hinterher. Mmh. Wunderbar. Bis jetzt noch keine Schärfe, aber die Maddox zündet gleich. Deswegen mache ich mir gleich noch ein Bianca Nugget zurecht. Zum Neutralisieren. Und werde die restlichen Nuggets jetzt auch mit der Bianca Soße essen. Dankeschön, Bianca, für diese wunderbar köstliche Soße. Du hast ja, glaube ich, gesagt, das war das allererste Mal, dass du selber Chili-Soße gemacht hast. Finde ich gut. Das heißt, wenn du wieder mal eine machst und ein Versuchskaninchen brauchst, wenn du mehr machst und mal eine Probe, oder wenn du mehrere machst und kleine Proben abfüllst, so zum Vergeben, würde ich gerne deine selbstgemachten Chili-Soßen testen. Die schmeckt mir richtig gut. Die ist lecker. Die kann sogar Pupsi essen. Die kann sogar meine Mutter essen. Die kann man sich sicherlich irgendwo mal drauf machen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.